für eine faire Wirtschafts- und Handelspolitik und die Vorteile für alle Beteiligten bringt und nicht nur für die Starken und die Mächtigen. Darum ist einer unserer Slogans, wie ihr da unten transparent sehen könnt, gutes Leben für alle, eine andere Globalisierung ist notwendig. Ich danke den Organisationen der Sonntagsdemo, dass sie Pia Klemp eingeladen haben. Ihre Geschichte zeigt uns EU-Bürgern, wie die EU mit Menschen an unseren Außengrenzen umgehen, wie die EU unsere Arbeitenden, aber auch teilweise unfair erworbenen Wohlstand gegen die Eindringlinge aus Afrika schützen, wie die EU mit viel Geld und Menschenverachtung an der Festung Europa bauen, wie die nicht betroffenen Mitgliedstaaten wegschauen und das Massengrab Mittelmeer nicht warm haben möchten. Wir in Österreich sind nicht schuld. Diese bösen Dinge machen doch die anderen. Die Italiener, die Malteser, die Zyprioten, die Spanier oder die Griechen. Die Hüter der EU-Außengrenze. Ich rede von der Europäischen Union, also von uns, weil wir alle von der unfairen Freihandelspolitik der Europäischen Union profitieren, mit der die Starken die Schwachen über den Tisch ziehen, mit der die Europäische Union Afrika ausbeutet und Millionen von Menschen die Lebensgrundlage entzieht, mit der die Europäische Union Flüchtlinge produziert. Darum sind wir für jede und jeden Toten im Mittelmeer auch ein wenig mitverantwortlich. Ich möchte nun mit wenigen Blitzlichtern die Verantwortung der Europäischen Union und der von ihr unterstützten Konzerne aufzeigen. Am Beispiel Ausbeutung der Rohstoffe in Afrika. Das Buch eines Investigativreporters zeigt auf, wie aus der Allianz von afrikanischen Regierungen, zwielichtigen Mittelsmännern und multinationalen Rohstoffkonzernen eine gut geölte Plünderungsmaschine entstanden ist. Über verschachtelte Firmengeflechte verschleiern Konzerne und Regierungen die tatsächlichen Erträge aus dem Rohstoffhandel. So können die Machthaber einen Teil des Geldes in ihre eigenen Taschen leiten und die Konzerne können Steuern vermeiden. Die Konzerne halten diese Plünderungsmaschine mit legalen Mitteln am Laufen. Minenkonzerne transferieren ihre Gewinne ganz einfach in Steueroasen. Die Europäische Union und die neue Weltmacht China plündern Afrikas Rohstoffe und machen gleichzeitig die Wirtschaft des Kontinents mit ihren subventionierten Importwaren kaputt. Die Verlierer dieses korrumpierten Systems werden ihre Zukunftsperspektive beraubt und folgen dem Weg des Geldes nach Europa. Ein anderes Beispiel: Fischerei. Vor Westafrika fischen ausländische Trawler das Meer leer. Auch aus Europa. Sie kommen in die Gewässer von Gambia, die zu den reichsten der Welt zählen. Früher mussten die gambischen Fischer nur einmal kurz rausfahren mit ihren motorlosen Piroden, dann hatten sie den Tagesfang beisammen. Heute fahren viele gar nicht mehr raus, weil sie den Kampf nicht gewinnen können gegen die riesigen Fischfabriken auf dem Meer, die bis zu 30 Tonnen fangen an einem Tag. Die EU ist seit langem der größte Exportmarkt für Fischereiprodukte. Nach Schätzungen könnte bis zu einem Drittel aus illegalem Fang kommen, der wiederum vor allem vor der Küste Westafrikas gemacht wird. Tausende Fischer in Westafrika wurden arbeitslos, viele machten sich auf den Weg nach Europa. Das nächste Beispiel: Klimawandel. Der Klimawandel ist einer der Treiber steigender Migration und könnte bis zum Jahr 2050 mit bis zu 143 Millionen Menschen dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen, schätzt die Weltbank. Der überwältigende Anteil würde aus Afrika kommen, ganze 86 Millionen Klimaflüchtlinge. Für alle Weltregionen gilt: Betroffen von Klimakatastrophen sind vor allem die Ärmsten, der Armen, die am wenigsten für diesen Klimawandel verantwortlich sind. Die Industrieländer sind die Gewinner der Globalisierung, aber auch größtenteils für den Klimawandel verantwortlich. Jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen, die vereinbarten Klimaziele im Abkommen von Paris umsetzen
und denen helfen, die besonders von den Folgen betroffen sind. Auch aus Eigennutz. Denn wenn wir nichts machen, dann werden sich diese Klimaflüchtlinge in Europa auf den Weg machen. Dann wird uns das Aufstellen von Mauern und Zäunen oder die Bewachung der Grenzen mit Frontex oder Soldaten nicht weiterhelfen. Dazu auch die Aufforderung auf dem Transparent aus dem Climate Song, der leider ein bisschen versteckt ist. We need to build a better future and we need to start right now. Wir haben keine Zeit mehr zu warten. Habt ihr schon mal was von EPAS gehört? Economic Partnership Agreement, also Partnerschaftsabkommen. Dies hat aus meiner Sicht wenig mit Partnerschaft zu tun, als vielmehr mit der Freihandelslogik der Europäischen Union. Diese Partnerschaftsabkommen sehen eine fast vollständige gegenseitige Marktöffnung vor. Neue Absatzmärkte für beide Seiten, Effizienzsteigerung durch Wettbewerb, niedrige Preise für die Konsumentinnen, so beschreiben die Befürworter die Vorteile der Freihandelsverträge. Durch diese unfairen Wirtschaftsabkommen zerstören lokale Märkte, weil subventionierte EU-Importe wie Milchpulver, Tomatenpaste, Geflügel und vieles andere mehr dort die Produkte von Kleinbauernfamilien verdrängen. Ein absurd erscheinendes Beispiel. Der Ananassaft in einem der größten Supermärkte von Accra, Ghanas Hauptstadt, stammt nicht etwa aus Ghana selbst, das zu Afrikas wichtigsten Ananasanbaugebieten zählt, sondern von der österreichischen Marke Rauch, abgefüllt in Ungarn. Anderes Beispiel, tiefgekühlte Hühnerschenkel. Weil sich unsere Essgewohnheiten auf Hühnerbrüstchen fokussiert hat, bleiben die Hühnerkeulen übrig. Früher wurden sie zu Tierfutter verarbeitet. Seit dem BSE-Skandal ist dies nun verboten und sie müssen als Sondermüll entsorgt werden, weil wir sie ja nicht essen. Was natürlich Kosten verursachen würde. Daher werden sie zu Spottpreisen tiefgekühlt nach Afrika verfrachtet und zerstören damit den lokalen Geflügelmarkt der Kleinbäuerinnen. Ganz zu schweigen von den Gesundheitsgefahren durch Salmonellen, da die Kühlkette nicht immer aufrechterhalten werden kann. Ein großer Teil der Menschen, die die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer antreten, flieht nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern vor ökonomischer Aussichtslosigkeit. Und obwohl Europas Politiker gelobt haben, nicht die Flüchtlinge, sondern die Fluchtursachen zu bekämpfen, verfolgt die Europäische Union eine Handelspolitik, die die Lebensbedingungen in Afrika verschlechtern. Viele Flüchtlinge haben ein besseres Leben gesucht und im Transitland Libyen die Hölle gefunden. Dort werden Menschen im Auftrag der Europäischen Union an der Flucht nach Europa gehindert. Sie werden dort in Lagern aber auch vergewaltigt, gefoltert und sogar getötet. Wehren wir uns gegen den Untergang der Menschlichkeit. Bleib Mensch! Hier, weil wir für die Erhaltung und die Einhaltung der Menschenrechte sind. Weil wir Menschen bleiben wollen in einer harten, ungerechten Welt. Doch rufen Sie sich den Titel dieser Veranstaltung in Erinnerung. Demokratie-Havarie gegen den Untergang der Menschlichkeit. Die EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind Demokratien, in denen unsere Vertreterinnen, in denen wir unsere Vertreterinnen wählen. In nationalen Wahlen und in der Wahl zum Europäischen Parlament. Diese von uns gewählten Politikerinnen machen dann im EU-Parlament und im Rat jene Politik, gegen die wir heute auf die Straße gehen. Die demokratische Mehrheit unterstützt diese unmenschliche Politik. Wählt also am 26. Mai die Menschlichkeit und nicht den Hass bei den Europawahlen. Nochmals zurück zur nachfolgenden Rednerin Pia Klemp. Ich war schockiert, mit welchem Riesenapparat und welchem Aufwand Italien gegen die engagierten Menschen der Seenotrettung rund um Pia Klemp vorgegangen wurde. Wie sie durch die Androhung von Haft und horrenden Geldstrafen davon abgehalten werden sollen, Menschen vor dem Tod zu bewahren. Ich wünsche mir,
dass die Europäische Union diese Energie in die Lösung von Fluchtursachen investieren würde, in die Verfolgung von Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption, in die Transformation des globalen Freihandelssystems in ein faires Handelssystem, in die Abschaffung der Sonderklagerechte für Konzerne. Aber es gibt auch Hoffnung. Auf der Ebene der Vereinten Nationen wird derzeit ein verbindliches Abkommen zu Menschenrechten und Wirtschaft verhandelt. Es würde garantieren, dass Konzerne global für ihre Menschenrechtsverletzungen haftbar gemacht werden. Werden Sie aktiv, machen Sie einen ersten Schritt und unterstützen Sie die EU-weite Petition Rechte für Menschen, Regeln für Konzerne. Auf, sich für das aktuell verhandelte UN-Abkommen einzusetzen, das Konzerne für Menschenrechtsverstöße zur Rechenschaft zieht und damit ihre Straflosigkeit beendet. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen Konzerne gesetzlich verpflichten, in Auslandsgeschäften die Menschenrechte sowie Umwelt- und Sozialstandards zu achten. Betroffene von Menschenrechtsverstößen durch Konzerne müssen Zugang zu Gerichten haben. 556.000 Menschen haben sich schon beteiligt. Geben Sie in die Suchmaschine einfach ein, Rechte für Menschen, Regeln für Konzerne. Unterschreiben Sie und bewerben Sie die Petition in Ihrem Umkreis, damit wir mit mindestens 1 Million Unterschriften unserer Forderung den entsprechenden Nachdruck verleihen können. Darf ich euch an unseren Slogan erinnern? Gutes Leben für alle, eine andere Globalisierung ist notwendig. Mein Glaube an die Zukunft, an eine positive Zukunft, wird stark unterstützt durch euch. Die unzähligen Menschen in Vorarlberg, die sich bei den Sonntagsdemos für die Menschenrechte einsetzen, die ihre Zeit, ihr Wissen, ihr Engagement für diese hilfsbedürftigen Menschen einsetzen, die sie stark machen, damit ein gutes Leben für alle in Würde möglich ist. Noch ein kurzer Hinweis, am Sonntag, den 16.06. um 16 Uhr, einfach zu merken, 16.06. 16 Uhr, gehen wir in Dornbirn auf die Straße vom Bahnhof zum Marktplatz mit dem Motto Gutes Leben für alle, Menschenrechte verteidigen. Gehen Sie mit, bleiben Sie dran, aber vor allem bleiben Sie Mensch. Vielen Dank für euer Kommen.